Die Entwickler haben seit der Ankündigung am Dienstag ein paar neue Infos zum Paranormale Phänomene Accessoire Pack sowie dem bevorstehenden Update mit einem größeren neuen Feature geteilt. Mehr dazu in diesem Video. Zuallererst haben die Entwickler ihre Profilbilder passend zur Ankündigung umgeändert, auf denen man ebenfalls eine neue Deckenpflanze, die von der Decke hängt, erkennen kann. Auch ein paar der neuen Klamotten sind hier zu sehen, was vorher im Trailer nicht so im Detail möglich war. Der veröffentlichte Blog-Eintrag hält ebenfalls ein paar neue Infos bereit, wobei man hier immer etwas vorsichtig sein muss, welche Aussagen für die Atmosphäre des Beitrags etwas ausgeschmückt wurden und welche wirklich ein neues Feature darstellen. Fest steht allerdings, die Sims können bei der neuen interaktiven Karriere die Berufszweige Geisterjäger und Geisteraufspürer einschlagen und aktiv bei anderen Sims zu Hause entspuken. Scheinbar wird es ebenfalls möglich sein, dass sich die Sims selber in Geister verwandeln, das aber eher ungewollt. Geister können Sims ebenfalls selber Geschenke machen, auch Türen sollen von alleine zuknallen können und Kerzen gehen einfach so aus. Wenn ihr allgemein mehr zu neuen Accessoire Pack erfahren wollt, veranstalten die Entwickler am Freitag, den 22. Januar um 20 Uhr einen Livestream zum kommenden Paranormale Phänomene Accessoire Pack, in dem wir wahrscheinlich ebenfalls einige neue Infos zum Pack erhalten werden. Kommen wir jetzt aber zu einer spannenden Neuerung, die für alle Spieler per Gratis-Update ins Spiel gebracht wird. Wie SimGuru Connor verraten hat, wird es ebenfalls mit dem nächsten Update eine neue Emotion im Spiel geben, die passende Verängstigt-Emotion. Ungefähr 60 Buffs, die vorher zu einer anderen Emotion gehört haben, lassen die Sims jetzt ängstlich werden, zum Beispiel auch wenn es stürmt. Es gibt ebenfalls ein neues Belohnungsmerkmal im Spiel, welches aber zum neuen Accessoire Pack gehört und Einfluss auf die Ängstlichkeit der Sims hat. Das war's soweit mit allen neuen Details. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Was denkt ihr über die neue Emotion? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.